Ja, hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News und andere News eben auch. So, mit mir dann gleich. Ja. Ja, Leute, die Lagerfeuer sind jetzt endlich im Game. Und das finde ich halt so geil. Du kennst halt fast alle Locations und man kann da echt was machen. Aber wir werfen trotzdem mal jetzt einen Blick hier drauf. Auf die Locations. Hier. Wo sind denn eigentlich die ganzen Lagerfeuer? Wir haben bei Haunted Hills oben bei dem Berg zum Beispiel eins. Wir haben hier bei Wailing Woods gleich mehrere. Das sind 5 Stück. Dann haben wir Lonely Lodge. Das sind auch nochmal 4 Stück. Bei Tomato Temple haben wir 2. Bei Retail Rose 1. So, dann wird das Ganze ein bisschen spärlich. Da unten bei Paradise sind ein paar. Bei Shifty Shafts, Lucky Landing, Happy Hamlet, Frosty Flights. Also kannst du eigentlich davon ausgehen, am meisten sind es eigentlich da oben bei dem Wikingerdorf. Da hast du gleich 5 Stück auf einen Schlag. Bei Tilted sind 2. Beim Loot Lake ist sowieso was. Ja. Also bei Pleasant, genau da bei diesem einen Haus da. Ja. Also sollte man sich auf jeden Fall jetzt einprägen, wo sind die Lagerfeuer, um sich wieder hochheilen zu können. Und unter Umständen kann man dort aber auch einen Gegner abfangen. Ne? Also könnte interessant sein. Gefährlich ist da, naja, kann man so auch nicht sagen, gefährlich. Lazy Links ist relativ frei. Da musst du schon ein gutes Stück laufen, dann bei diesem Block da oben, also du müsstest da halt bis nach Wailing Woods kommen. Also Lazy Links ist meiner Meinung nach eine mega gefährliche Stelle, weil du hast dort relativ viele Gegner und der Weg bis zum ersten Lagerfeuer ist dann doch relativ weit. Fatal Fields ebenfalls. Also wenn ich jetzt hier schaue, dieser ganze Bereich um Fatal herum ist erstmal frei. Natürlich hast du da oben auf dem Berg wieder eins. Aber da musst du auch erstmal hinkommen. So. Polar Peak. Alles ziemlich frei und der Weg ist sehr weit. Problem ist, du bist oben auf dem Berg, kommst auch nicht so schnell runter. Also Polar Peak auch eine mega gefährliche Stelle, was das anbelangt, ja, was jetzt hier die Feuerstellen anbelangt. Also da hast du schon einen relativ weiten Weg. Da unten diese Rennstrecke auf der rechten Seite, auch sowas. Viel Platz drumherum bis zum ersten Lagerfeuer. Gut, du kannst natürlich mit dem Wagen, dann müsstest du ein Stückchen da runterfahren Richtung Paradise Palms. Dann wärst du beim ersten Lagerfeuer. Also müsste man sich diese Stellen echt einprägen, wo man am schnellsten zu einem Lagerfeuer kommen kann. Das kann einem das Leben retten. So, dann sind wir erstmal damit durch. Dann haben wir jetzt hier wieder neue Cosmetics und so weiter geleakt. Schauen wir doch mal hier rein, was gibt's denn da alles an News. So, wir haben Cupid Dark, Skull Trooper, Tomato Head. Hier gibt es ein neues Banner. Dann wird es neue Challenges geben. Und wahrscheinlich gibt es dann irgendeine spezielle Picke oder so. Oder ein Backpack dazu. Am 14. Februar wird der Love Ranger wieder da sein. Mit einem speziellen dunklen Style. Ah, das ist dann dieser hier in dunkel. Ah. Also so könnte er in etwa aussehen. Das ist jetzt noch nicht so wirklich safe. Das ist einfach nur eine Vermutung, dass so der dunkle Liebesranger aussehen könnte. So, dann sind wir damit auch schon soweit durch. Dann gab es jetzt ein neues Update. Und dann lass uns doch mal da reinschauen. Wir haben diese neuen Rockets. Ja, die habe ich bis jetzt, die Bottle Rockets. Ich habe sie bis jetzt selbst immer noch nicht, auch noch nicht gesehen. Ja. Lass uns da mal einen Blick drauf werfen. Ah.
Okay. So, die Campfires, die wir eben halt angesprochen haben. Jetzt haben wir momentan den Wild West Duo-Modus, den finde ich ziemlich geil. So, also Bottle Rockets. Gucken wir uns mal an, was gibt es denn da an Informationen? Also es ist auf jeden Fall ein Item, das man hinwirft. Ne? Ankommen-Item. In Floor-Loots, Chests. Kannst du in den Verkaufsmaschinen kaufen, in Lamas und in Supply Drops. Gibt's, wird in Stacks von 2 Teilen gedroppt. Maximal 6 Stück kannst du mitnehmen. 45 Raketen werden mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten ungefähr 9 Sekunden lang abgefeuert. 10-fach Schaden bei einem Spieler und 40-fach Schaden also als Explosion an einem Gebäude. 2 aktive maximal pro Spieler. Klingt auf jeden Fall interessant. So, da wir jetzt aber den Wild West Modus heute Abend nur gespielt hatten, ja, haben wir das Ding nicht gesehen. So, Environmental Campfires. Können jetzt angezündet werden. Ist wie ein normales Campfire. Heilt 2 Leben pro Sekunde. Für 25 Sekunden für alle Spieler, die in der Nähe sind. Jedes Campfire. Oh, das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig zu wissen. Das wusste ich jetzt zum Beispiel noch nicht. Jedes Campfire kann auch nur einmal in einem Match benutzt werden. Also das ist sehr, sehr wichtig zu wissen, dass du das Ding nicht durchgehend benutzen kannst. Okay. Dann du kannst erkennen, ob das Campfire bereits benutzt wurde oder nicht, ob Holz noch drin ist oder nicht. Ne? So, die Boombox ist endlich raus. Yippie! Die Boombox ist raus. Dieser Scheißschrott ist endlich draußen. Was ein Glück. So. Das Launchpad ist verstärkt worden. Die Chance, Dynamit zu bekommen, ist geringer geworden. Der Sneaky Snowman wird jetzt nicht mehr aus den Kisten gedroppt. Okay. Ja. Oh. Oh. Beim Architekt, jetzt ist natürlich was ganz Interessantes, weil der Herr sofort meinte noch, das macht keinen Sinn mit mir, diesen Pop-Up Cup. Architekt Pop-Up Cup zu spielen, hat er gemeint, da kann er mit mir nichts reißen, wenn da alles editiert werden kann. Hat er gemeint, meine Überlebenschance wäre gleich null in diesem Modus. Und da gebe ich ihm wahrscheinlich sogar recht. Ja, und das haben sie aus dem Architekt Pop-Up Cup rausgenommen. Also, das ist cool, dann kann ich doch mit ihm dieses. Ja, ist geil. Kann ich ihn doch spielen. Coole Sache, das ist auf jeden Fall eine interessante Neuigkeit. So, dann sind wir hier auch schon soweit durch, würde ich sagen. Oder haben wir noch irgendwas? Ach nee! Ey, heute hat es ja mal zwischendrin gescheppert, ne? Da habe ich auch gedacht, was geht denn jetzt ab, ja? Da hatten wir so ein richtiges Erdbeben gehabt, ja? Bei Retail Row, hinten bei den Wäldern. Ich so, what the fuck? Ja, und schauen wir uns mal ganz kurz an hier. Earthquake Smoke Drop. Also es wird ein Event geben. So in etwa wird das ablaufen. Es wird ein Erdbeben geben. Dann wird es Rauch- und Qualmexplosionen geben. Dann werden Bäume fallen. Dann wird die Kamera wackeln. Eventuell könnte es so ein Loch in der Map geben.
Es gibt Spieler im Wasser, was auch immer das bedeutet. Und Schnee wird zu Staub. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das gefällt mir nicht. Ich möchte nicht, dass die ganze Schneemap wieder weg ist. Also was da jetzt alles genau passieren wird, das kann man aktuell noch nicht so richtig daraus deuten. Auf jeden Fall wird es 8 Stufen dieses Erdbeben-Events geben. Ja, Leute, dann sind wir hiermit auch soweit durch. Dann gehen wir mal in den Item-Shop rein und gucken mal, was da ist. Das ist heute weniger interessant. Wir haben jetzt den Firewalker. Der ist ja gestern auch schon da gewesen. Da habe ich ja meine Note bereits abgegeben. Wäre jetzt mal ganz interessant zu sehen. Wie wurde denn eigentlich für den Firewalker abgestimmt? Ja, der Firewalker hatte hier, ich habe gestern meine Note bereits dafür abgegeben für das Ding. So, jetzt gucken wir mal, die Note ist diese hier aktuell 3,83 von 5 bei 12 Votes. Ja, ganz ordentlich, oder? Würde ich mal sagen. So, dann sind wir bei dieser Outburst-Picke, die ich relativ cool fand, muss ich sagen. Und ja, da hat sich die Note auch verbessert. Da sagen wir 3,82 von 5 bei 11 Votes. Ja. Und dann haben wir hier, oh nee, och nee, nicht dieser. Er sieht ja schon, hat ja eine gewisse Ähnlichkeit mit mir, hat das Vieh ja schon, ne? Dieser Panda-Teamleader. Aber ganz ehrlich, ich bin den mit dem Bambus drauf. Ich finde, der sieht scheiße aus. Ähnlich war mit der Herzchennase da. Ich finde, der sieht gagge aus. Und deswegen kriegt er, ich weiß, der Panda-Teamleader ist mega beliebt bei euch. Ich weiß es. Es ist mir schon ziemlich klar. Aber ich finde den gagge und der kriegt von mir 5 von 10. Das ist noch lieb. So. Und die Note ist 4,02 von 5 bei 91 Votes. 158 meinen das. Hier haben wir den Wukong. Den finde ich persönlich ein bisschen cooler. Erinnert mich so ein klein wenig an Planet der Affen, aber sieht echt mega geil aus. Also finde ich persönlich. Auch wenn es ein alter Skin ist. Ja, aber. Ich finde, der hat was und der Wukong kriegt von mir 8 von 10. Und da haben wir aktuell 3,16 von 5 bei 38 Votes. 40 Reminders. So, sind wir dann damit durch? Ja, jetzt geht's rüber zum Yeehaw Outfit. Was soll man dazu sagen? So ein klassischer Aufsitzer. Ich habe mir so ein Teil mal für Fasching geholt. Also jetzt nicht hier so ein Einhorn. Bei mir war es eine Kuh. Und ist mega gut angekommen. Hat auch Spaß gemacht. In Fortnite stelle ich mir das ziemlich bescheuert vor, muss ich sagen. Ist auch gar nicht so auffällig, wenn da einer mit so einem Teil da durch die Gegend rennt. Aber gut, muss jeder selber wissen. Ich persönlich finde den Yeehaw zwar witzig, aber irgendwo nicht wirklich toll. Und deswegen kriegt der Yeehaw von mir nur 4 Punkte. So, was haben wir da? 2,86 von 5 bei 21 Votes. 50 Reminders. So, haben wir jetzt Shopper-Outfit. Und ja, so eine klassische Biker-Braut hier. Da hinten mit so einem rosa Panda dran. Oder Bärchen. Sieht schon neckig aus, das Schneckche. Was gäbe ich denn der? Die kriegt von mir 6 von 10. Der Shopper kriegt von mir 6 von 10. Wo ist er denn? Wo ist die Shopper? So, da ist die Shopper Lady. 3,06 von 5. 31 Votes, 36 Reminders. Jetzt kommen wir zu dem. Gestern haben wir hier diese andere Rocket gehabt, den Rocket Rider. Und heute ist der Rocket Spinner drin. Und der ist ein bisschen günstiger. Sieht aber auch ähnlich gut aus. Muss ich sagen. Von mir kriegt der Rocket Spinner 9 von 10. Das sieht irgendwie cool aus.
Und da haben wir hier 3, was sind denn das? 3,22 von 5 bei 9 Votes. So, dann haben wir hier diese Jingu Bang. Gehört zum Wukong Set. Ist reactive. So, Jingu Bang. Und die kriegt von mir. Die ist reactive. Sieht eigentlich ganz nice aus. Habt ihr gesehen eben gerade? Also hat hier so ein bisschen geglüht, ne? So, kriegt von mir. Die Jingu Bang kriegt von mir 6 von 10. Wo ist sie denn? Da ist sie, die Jingu Bang, 3,82 von 5 bei 17 Votes. 6,5 Reminders. Dann haben wir hier den Libre. Ah, und er sieht eigentlich, dafür, dass es prinzipiell ein Standardgleiter ist, gar nicht so schlecht aus. Der kriegt von mir 7 von 10, der Libre. Und da haben wir hier 3,25 von 5 bei 12 Votes. Dann haben wir den Shaolin Sit-Up, den fand der Herr sofort mega cool auch, hat sich deswegen geholt. Mind over Body. Mind over Body oder der Shaolin Sit-Up kriegt von mir 7 von 10. Shaolin Sit-Up. Und da haben wir hier 3,36 von 5 bei 11 Votes. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Dann mache ich hier den Shaolin Sit-Up. Schreibt mir was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Fortnite Daily Shop News mit mir, den werden dann gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.